Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der gerade noch für den Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Hauptsache liegt auch richtig. Wenn nicht, einen schönen Tag. Den werden wir erstmal leer machen, bevor wir anfangen, damit wir nicht gleich wieder los müssen. Der zweite ist auch fertig. So, wenn wir gleich in einer Reihe stellen, dann können wir gleich einen LKW holen und dann gleich beide leer machen. So, ausfahren. Wenn das klappt, fahren wir Drescher. Na, das klappt nicht, das ist Steinwerk zu breit. Aber das könnte sein, weil wir die haben recht groß. Dann fahren wir von Drescher zu Drescher. Dann holen wir gleich einen LKW. Hier pressen wir noch Grasballen. Mit Mähen sind wir erstmal fertig. Da kaufen wir erstmal keine Ballen, keine Wiesen erstmal, vorläufig nicht. Solange wir hier die eine noch bearbeiten können, hier die Feld. Meter fehlt. So, jetzt holen wir einen LKW mit Anhänger und er wird gleich entleert, alle beide, mit einem Schlag. Schon wieder einer fertig. Wer eigentlich? Ach, der ist ein kleiner Feld sicherlich. Kleine Wiese. So, hier fahren wir gleich auf den Acker. Rüber, hoi, komm nicht hoch. Ist das nass? Ist das kalt? Muss gepflügt werden. Ja, mal schauen. Mal schauen. Alles weg. Alles weg. Auf zur nächsten Baustelle. Hier kommt ein bisschen mehr. Schauen wir gleich. Das ist Nummer 18. Feld 18 mit Schmatt. So. Könnt ein bisschen mehr Gas geben. Gut, daran liegt es nicht, aber wahrscheinlich am Verbrauch schon hoch, ne? Ah, da kommt an irgendwann. Der kommt klar. Hauptsache, der Tank nicht leer. So, gehen wir gleich auf den nächsten Acker. Kurz löschen. Da gehen wir gleich rauf mitten. Und mähen das erst gleich alleine. Weil das macht er nämlich
Dann fährt er garantiert im Graben. So können wir gleich starten. So. So, der ist auf der linken Seite. Kursgenerierung. Hör 2. 2 Stück. Hoch runter. Vorgewende machen wir ruhig 1. Dann hier Feldkurs. Zurück. Links. Da. Dann gleich den zweiten nehmen. Den brauchen wir nicht speichern. Und das machen wir zur Not dann mit Helfer weiter. Sollte kein Problem sein. Hier starten wir gleich die zweite Reihe. Kurs kopieren. Alten löschen. Alt 14 Meter war schon gewesen. Rechts, rechts passt auch. Das ist deaktiviert. Der Brand ist aktiviert. Warum ist der nicht aktiviert? Normalerweise auch, ja. Die werden wir mal gleich auf einstellen und den gleich hinterher. Er wird ein bisschen warten auf die 100 Meter. Tja, das ist, glaube ich, alle neuen Folgen voll. Wenn ich mir nicht irre. Also es kann sein, dass ich gucke, ah ja, gut, eine noch. Du. Was soll das? Ach, hat einen anderen Punkt genommen wahrscheinlich. Gut, jetzt soll das klappen. Ja, Feld 16 ist ein Reinfall. Das läuft auch. Das auch. Dann müssten wir gleich einen Traktor nehmen. Und Feld Nummer 15 aussehen. Ja, Gras war der Plan, ne? Also am zweiten Tag mähen und entsprechend Ballen pressen und gleich aussehen wie Frühlingsfrucht. Sommergerste oder Sommerweizen oder na, Raps nicht, aber. Oder mache ich da Raps rein? Schauen wir gleich, wenn wir mal eine große Berechnung. Da wir nächstes Jahr ein bisschen anders ernten können, ne? Weil unsere Rapsernte wird ja im anderen Feld wahrscheinlich ein Reinfall. Warum auch immer. Der Tank ist gut gefüllt. Ja. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Alt ist. Ah ja, im Winter wird nicht viel kalt werden. Ne? Das wird ja höchstens mal durchwachsen, sagt man ganz vorsichtigerweise. Gut, Fruchtfolge. Gerste, Rekale. Ich habe ja hier Gras. Im Prinzip da, wo Gerste war, muss ich jetzt im Prinzip.
Wäre eine Option. Raps. Nichts ist nichts. Weizen ist Blödsinn. Ja, Hafer auch. Baumwolle. Raps würde 1,4 bringen. Okay. Dann ändern wir das ab. Und so viel Gras brauchen wir nicht. Halt! Weil wir haben ja noch ein paar Felder gekauft, ein paar kleine Felder, wo Gras drauf ist. Wäre ja nur ein Blödsinn jetzt auch. Auch noch machen würden. So, hier müssen wir schauen. Diesen Modus. Erstmal den alten Kurs löschen. Feld Nummer 15. Aussaatfeld 15. Das ist blöd. Das ist extrem blöd. Den löschen wir gleich. Das machen wir anders. So. Zwei. Weich. 15 Meter. Die ist ein bisschen schmaler, dann hat er ein bisschen weniger Verluste. Halben Meter recht auch. So. Speichern wir mal nicht. Wenn dann nur klappt, dann machen wir das. Ansonsten ist das nicht ganz so schlimm. Na, geht durch. Hier gibt es laut Berechnung ein bisschen mehr Ertrag. Dann machen wir den auch gleich leer, weil wir zurückfahren. Ja, gerade so. Ja, also ansonsten haben wir bald ja geschafft die Woche. Ja. Im Winter werden wir wohl keinen Schnee kriegen hier im Norden. Aber das ist okay. Ist ja der Norden, ne? War nicht viel drin. Oh, das täuscht. Ja, geht auch so. Einstein. Fährt er noch? Oder steht er schon? Ah, ist fertig. Entschuldigung. So. Das hat ein bisschen Zeit. So. Oh, schnell einsammeln.
Und dann geht es noch weiter zu 23. Ballenpressen. Aber zur nächsten Folge endlich. Und also hier düngen muss auch noch gemacht werden. Kommt wieder Wachstumsstufe durch. Oder sieht nur so aus. Mir würde es gefallen, wenn es mal ohne wachsen würde. Können wir mal ohne mal mähen. Auch wenn das nicht so optimal ist, wegen der Düngerstufe, aber ansonsten. Ist hier recht hügelig, oder? Kriegen wir auch noch einen guten Engel zusammen hier fast. Ja, ne? Ansonsten weitermachen. Jetzt ist der Herbst fast rum. Wenn das hier die Ernte nicht wäre, dann könnte man auch 2 auf 5 weiterlaufen lassen. Dann wäre der heutige Tag schon was erledigt. Ich glaube persönlich nicht daran, dass die anderen Felder noch reif werden. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Wenn kein Frost kommt, könnten wir Glück haben, Anführungszeichen. So, beide sind voll. Drescher. Ja, im Grunde haben wir einen Tag verschenkt beim Aussehen, weil, naja, das wusste ja nun keiner, dass, wieso fahren die sich jetzt entsprechend über den Haus. Sollte eigentlich nicht passieren. Ich ist auch noch voll, ne? Das ist ja. Manchmal ist auch die Logik nicht zu verstehen. Wie gesagt, die Felder sind bald ein bisschen klein für Anfahren, aber gut. Muss ja nochmal so gehen, ne? So, liebe Freunde der Stadt, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Haben wir wieder einen Tag fast geschafft im Spiel. Dann seid mal tschüss und winke winke, ciao ciao. Und ich wünsche euch eine schöne Woche nächste Woche. Ciao ciao, tschüssi.